würde sagen, wir ziehen uns noch ganz kurz ein paar funny Videos rein, paar Reactions. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Memes, die sich Zahnbar auf den Schwanz. Ich weiß nicht, was es heißen soll, wahrscheinlich Schwanz, nehme ich an. Ich kann es auch nicht sagen. Wir schauen mal ganz kurz rein, was da so im Universum bei Jesus von Nazareth los ist. Let's go. Education Gang Check. We lit! Schulen werden unter Hygienevorschriften wieder geöffnet. Realität. Ich denke mir so, ja, mein Baba Joghurt, ne? Aha. Ich mach auf. Ich komme ja gar nicht klar, was meine Mutter da macht. What? Was? Digga, bei dem Jungen ist es auch wirklich vorbei, oder? Wenn du das ganze Video nicht lachst, dann spende ich 500 Euro. Okay, let's go. Yo, zwei Money Boys, die Money Boy Zwillinge. Check dir, wie klein Handys früher waren, Leute, what the fuck. Money Boy und Money Boy 2. Yo, das geht nicht, Reapers, das geht nicht. Er chillt hier auch ab neben mir. Money Boy jetzt. Also damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich habe 1500 Euro ausgegeben und habe nichts bekommen. Worte sind verletzend. Mehr als ein scharfes Schwert. Ja. 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 Prepare for the worst. Alter, was ist denn mit Prinz Markus los? Was ist denn mit Prinz? Also wirklich, das ist... Digga, der Mann muss wirklich jemand helfen. Man muss einfach eine Beziehung ernst meinen. Scheiß auf die Beziehung. Hauptsache, die Beziehung ist ernst. Ja, ist so. Ente und so ist super. Kleines Schwein. Schafe. Versucht mir nachzuspielen. Okay, es geht folgendermaßen. Yo, es ist Money Boy. No joke, no fucking joke, no fucking joke, no fucking joke. Das ist Dreams, das ist Date Goals, Leute, das sind Date Goals. Checkt ihr, was ich meine? Das sind gottverdammte Date Goals. Wenn ihr es schafft, eurer Freundin das Joyce-Interview zu zeigen bei einem Date, dann habt ihr es geschafft. Bei Joyce TV, the boy, the G, sick wie Leukämie. Und ich stecke jetzt mit... Die beiden Männer wollen zeigen, wir können auch ohne Frauen ein erfülltes Leben führen. Okay. Vor dem Sex sagen wir uns immer gegenseitig, no homo. Und damit ist auch klar, dass wir das nicht schwul meinen. Das ist eher ein politisches Statement gegen diese Tut. Ach so, okay. Ja, wenn es für euch läuft, warum nicht? Tut mir leid, dass wir nach einer knappen Minute schon wieder aufhören müssen. Vielleicht gelingt es ja innerhalb der nächsten Minuten ein Neuanfang. Das Genialste ist, wenn man so einen kleinen Bruder hat, bring das mal bitte nach unten. Okay, perfekt. So ein Mini-Diener. Oh Mann, Alter. My ear just got Ebola. Please make it stop. Ein bisschen Ebola ist eh nice to have. Ist so. Gemacht, weil ich geistig nicht, ich bin beschränkt. Wenn ich Scheiße gebaut habe, meine Mutter mich fragt, warum. Ich bin komplett beschränkt. Stars gehen auf den roten Teppich, weil sie berühmt sein. Aha. Ich gehe auf Klopapier, weil ich scheiße bin. Ach so. Scheiße! Jetzt ist passiert! Ich hab ihn tot geschissen! Digga, was? Okay, halt's Maul. Halt's Maul. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich kann's schaffen. 1, 2. Verarsch mich nicht. Ach Max, Digga, ach Max. Deutschland hat ja 6 Bundesländer. In welchen befinden wir uns gerade? Europa. Ist richtig. Bundesland Europa. Thank you.
Ach nein, Digga. Ich habe so oft Angst, dass Akani meine AirPods ist. No joke. No joke. Der Trick ist, sie einfach vor dem Haus dir selber zu essen. Mein Bruder, ich werde für meine Stimme gar nichts machen, denn das ist ein Geschenk von Gott für mich. Ich bin damit zufrieden. Ich bin damit zufrieden, was ich habe. Ich kann wenigstens reden. Wo wir das sagen, was ich gemacht habe. Ich werde niemand von euch kann das toppen, dass ich mir einfach mal Zahnpasta auf meinen Dick geschmiert habe. Okay, Kevin. Warum? Damit es dann beim Blowjob gut schmeckt. Kevin, Alter. Kevin. Warum? Wieso? Warum? Bro, seriously, warum? Affe, Alter, no joke, Affe. Be something big, which is why I want to talk about a very specific example that begins with a streamer. Deutschland. Ach Mann, Alter. Ich hab doch keine Ahnung. Kennst du dieses Emoji? Es ist, wie es ist. Also von mir aus jetzt absolut keine Props dafür. Ja, ja, safe. So sind Lehrer immer gewesen früher. Für die Scheiße. Und so, und das ist echt, womit ich überhaupt nicht ficken kann. The colors represent algorithmically detected viewership communities. Insofern, wenn sie manchmal merken, dass sie sagen, Entschuldigung, und die Person reagiert nicht und regt sich weiter auf, dann gehen sie noch einen Schritt zurück. Spüren Sie, dass es Ihnen leid tut und sagen Sie auch, es tut mir leid. Okay, danke. Das war blöd, es tut mir leid. Danke. Okay, und Safe, das wird auf jeden Fall helfen. Der Typ da vorne hat ein Messer, aber ich glaube, das funktioniert. Ja, Mann, safe. Was bitte sagen, nicht einfach, Entschuldigung. Ja, ist so. Denn da werden Sie merken, dass Sie ganz häufig auf taube Ohren stoßen. Nee, klar. Entschuldigen Sie sich richtig, indem Sie sagen, es tut mir leid. Machen wir. Ja, so ein Bastard. Hallo, Guido. Der geile Wichser. Ich steh 5-1, er fickt mich behindert. Ja, er verteidigt. Er ist Jesus' junger Sohn. Jesus ist wiedergeboren. Du kannst nichts gegen Wahl machen. Kannst du nicht. Er hat von Jesus Wein getrunken. Er war doch beim letzten Abendmahl dabei. Pandemiebedingt der. Junge. Ganz wild, Leute. Ziehen wir uns so eine kleine YouTube-Kacke rein. Gleicher Kanal, Jesus von Nazareth. Eine Woche ohne Coke, Selbstexperiment. Eine YouTube-Kacke mit Jeremy Fragrance, Leute. Das ist, glaube ich, eine wilde Nummer. Ich glaube, da sehen wir uns alle. Einzelnen Chat, wer schon mal Koks genommen hat. Klar, einzelnen Chat, wer schon mal gekokst hat. Notification Gang Chat. We lit. Grüßt euch, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Er hat so einen Tick in letzter Zeit bekommen, dass er das R immer rollt. Was ist mit Jeremy Fragrance los? Er rollt das R immer. Digga, also das ist ein ganz, ganz weirder und nicht guter Tick, Bro. Lass es. Das ist mein Experiment. Jetzt zum ersten Mal wieder so eine Substanz. Und heute habe ich... Heute ist Montag. Ich habe am Sonntag letzte Woche aufgehört. Das heißt, das ist jetzt... Komplett clean eine Woche. Das heißt, am achten Tag habe ich gekokst und so. Also ich bin voll clean. Jetzt sage ich euch, wie ich mich gefühlt habe. Okay. Alter Schwede, ich glaube, alle von euch nehmen entweder Koks zu. Jeremy Fragrant, also auch ohne eine YouTube-Kacke, einer der wirsten Charaktere, die es in ganz Deutschland gibt. Ja, oder Energy Drinks. Dann bist du so in einer anderen Welt. Und zwar erstmal im Negativen. Weil du echt so, bist voll crazy drauf, Alter. Also ich fühle mich schon geil, aber dann merke ich auf einmal, wie sich leichter Nebel in meinem Gehirn bildet. So eine leichte Wand, so. Der hat die auch gehört in seinem Gehirn, der hat die gehört. So, gar nicht so nett, gar nicht so, als ob ich so langsam in eine andere Sphäre abgleite, weil du musst verstehen, null Zucker bei mir, also sowieso ist bei mir nichts mit hoch und runter, ich bin so stabil, so. Null Zucker ist saugesund, Bro.
Saugesund auf jeden Fall. Also Zucker braucht der Körper auch nicht. Fruchtzucker oder sowas braucht man nicht. Mein Gehirn. Mhm. Das sind alles sehr gute Lautmalereien, Bro. Wir verstehen komplett, was du meinst. So ein bisschen so in Trance. Und irgendwie finde ich das gar nicht so gut. Aber gleichzeitig bin ich so voll am Start. So, also ich muss dir sagen, pass auf, dass du nicht zu viel Koks nimmst. Echt mies. Also, ja. Du fühlst dich wie eine Mülltonne. Klar. Wie eine Mülltonne. Okay. Also wenn du übertreibst, bist du voll die Mülltonne. Ich rate dir, übertreib es nicht. Okay. Einer von euch hat übrigens geschrieben, ja, pass auf, Koks ist Nervengift und ist schlecht für das Gehirn. Ich würde auch sagen, dass Koks ein Nervengift ist und schlecht fürs Gehirn ist, oder Chat? Was sagt ihr? Würdet ihr sagen, ich glaube nicht, dass der voll am Start ist. Nee, ich glaube es auch nicht, Digga. Ich glaube, der ist vollkommen weg. Aber gleichzeitig liest du, dass gerade Koks dieses EGCG hat und GABA, was dein Gehirn fokussierter macht und fördert die Fettverbrennung. Leute, die Subs kommen nicht, der Typ hat euch gebetet. Verbrennung, $38 pro 50 Gramm das Zeug. Ich bestelle mir das kiloweise. Ich esse die Teile übrigens auch. Wenn du dafür ausnahmsweise einen Discount haben willst, schreib mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich liebe euch, bis dann. Einfach mal kurzes Placement für Koks gemacht. Bye. Ich muss mal ganz kurz...